So, ja, hallo, ich bin's, ihr kennt mich ja. Neue Folge, neues Glück. Das zum Teufel war das mit dem Ding, was. Leute, was ist das? Nein. Oh, macht das Schaden. Was zum Teufel war das denn? Ushikatana, Gewänder des Meisters, Handschuhe des Meisters. Okay. Da hat mir 2000 Seelen gebracht. Was zum Teufel? Okay. Okay, ja, jetzt haben wir den gekriegt. Was das genau war, weiß ich nicht. Vielleicht war das ja dieser Flucheffekt. Feuerbandschrein. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Guru? Okay. Das sollte ich dann vielleicht speichern. Ich springe ja schon wieder, wie ich fröhlich bin. Ach, das sind die zwei Herren. Wer das überhaupt Herren sind. Ja. Was war das? Alles klar. Okay, das war's mit der Glut scheinbar. Ah, diese Glut, die man, diese Glutstückchen hier, diese, ich glaube, die machen diesen Effekt, kann das sein? Ja, ich glaube, so ist es. Ushigatana. Ich bleib lieber. Was ist das? Okay. Ich bleibe lieber bei Schwert und Schild. Das ist mir am sichersten. Nein. Alt und offen. So. Feuerbandschrein. Irgendwie ging es noch da oben hin. Aber mit den Treppen komme ich da nicht hoch. Ah, ich gehe lieber dahin, da wo weniger Leute sind. Oh. Ja, ich glaube, ich gehe vielleicht hier runter zum Erkunden. Nein, ich habe keine Angst. Ich bin nur neugierig. Und vorsichtig. War das? Hä? Reden? Well, an ein Fremder. Kannst du euren Diener an diesem Schrein? Als einfacher Waffenschmied.
Ihr sucht wohl nach den Aschefürsten. Ich habe keine Ahnung. Kein leichtes Unterfangen wohl an. Da braucht ihr gute Waffen. Lasst mich eure Waffen schmieden. Ich bin ja schließlich Schmied. Oh. Ach, durchwirken? Was hätten durchwirken? Ausrüstung reparieren? Oh, Moment. Ich muss hier noch Waffen reparieren. Ausrüstung reparieren. Okay, scheinbar nein. Okay. Was heißt Waffen durchwirken? Ah, ich will nicht mehr. Gebt auf euch acht, damit mein Schweiß nicht umsonst gewesen ist. Okay. Warum ist er hier? Und mit welchem Feuer schmiedet er? Reden. Welche Freude, eure Bekanntschaft zu machen, Aschener. Aschener? Ich bin lediglich eine einfache Schreindienerin. Waffen, Rüstung, Schmuck und Zauber. Oh. Ich biete allerlei Dinge feil, die einen müden Reisenden die Last erleichtern. Und ja, auch ich bin untot. Aber das bedeutet nicht, dass ich meine Waren kostenlos hergebe. Aschener, damit Seelen bringt sie mir. Ah, das ist die Währung. Das liegt euch doch, oder etwa nicht? Oh, okay. Oh, Gegenstand kaufen. Ui, Seelenpfeil. Heilt einen Seelenpfeil ab. Benötigtes Attribut. 10 Bibel. 10 Bibeln. Ach, Intelligenz. Och, so knapp. Das ist null. Null Glaub. Oh, okay. Was ist das? Farons Stachel. Ja, wo ist der Schaden oder so? Heilungshilfe. FDP äußerst gering für die wieder. Oh. FP kosten 7. Boah. Billig, aber teuer gleichzeitig. Okay. Was ist das? Turmschlüssel. Schlüssel zum baufälligen Turm hinter dem Schrein. Aha. Ui. Reparaturpulver repariert ausgerüstete Waffen und Rüstungen. Lila Moosklumpen verringert Giftansammlung, heilt Vergiftungen. Ich kann als Untoter vergiftet werden. Okay. Explodiert und okay. Brandbombe. Prismastein zur Wegesmarkierung auf dem Boden platzieren. Und solange keine steinfressenden Vögel kommen und die aufpicken, Heimatknochen, weil es Symbol Speckstein. Hofsymbol hinterlassen. Ah. Das waren diese roten Dinge auf dem Boden vorhin, vor dem Tor, die drei Stück. Getrocknet, sollte nur mit kurzer Vorsicht. Wofür? Alles. Oh. Eine Fackel. Okay. Talisman. Okay. Hellebarde, nein, danke. Skimitarre. Ist das besser als mein Schwert oder nicht? Kurzschwert, das ist das, was ich habe, glaube ich. Ah, da steht's ja. Minus 35 und so. Aber hier steht nix, okay. Stab des Zauberers. Mhm. Okay, hier kann ich also kaufen. Okay. Aschener, bringt mir doch wieder einige Seelen. Ja. Lucifer. Okay.
Ah, ihr seid zurück, Alchemer. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Mach hin, der Mensch, die Folge dauert noch 6 Minuten. Ich muss verkaufen, sprechen. Na, falls euch meine Ware nicht bitten, genügen, so bringt mir Schattenasche. Mit dieser Asche werde ich neue Waren herstellen. Oh. Ist das denn nicht unser leidiges Schicksal, uns am Tod zu laben? Ja, Wusste ruhig. Verlassen. Danke. Aschna, bringt mir doch wieder einige Seher. Okay. Okay. Das heißt, das hier ist so eine Art Basis? Cool. Eine unsichere Basis, würde ich mal sagen. Hier ist nichts. Okay. Vielleicht kommt hier dann später was oder so. Ach, Moment, da kann ich mit dem auch reden? Ah, noch einer, der vom Schlaf des Todes erwachte. Nun, ihr seid nicht allein. Die Unentfachten sind wertlos. Selbst sterben können wir nicht recht. Ja, ist doch super. Es treibt mich zur Weißglut. Wir sollen also die Aschefürsten suchen und sie zu ihren prächtigen Thronen zurückführen. Aber sie sind wahre Legenden mit der Feuerbanden. Wir sind kaum wert, ihre Stiefel zu küssen. Zusammenbrechen 1. Ach cool, ich hab neues Emote erlernt. Meint ihr nicht? Ja, okay, wie lustig. Nein, meine ich nicht. Enkavierten Text lesen. Jorm der Riese aus der toten Hauptstadt. Huch. Die Wächter des Abgrunds. Okay. Der heilige König Lothric, beste Hoffnung seine Linie. Ah, wir sollen Seelen. Ah, okay, ja. Seelen sammeln. Nicht voraus, Bein. Nein. Nudles der Verband. Mhm. Was ist das? Oh, da geht's ja runter. Gut, dann gehe ich mal da runter. Ah. Na gut. Alle ab. So. Wo bin ich jetzt hier? Ach so. Oh. Gut, dann rede ich mal mit der Dame hier. Ich glaube, das ist die aus dem Intro vorhin. Letzte Woche. Okay. Hurra für Hinterteil. Waffe wird benötigt. Okay. Warte mal 3. Vorsicht vor, ich habe versagt. Okay. Hurra, okay. Reden. Guten Tag. Willkommen zum Leuchtfeuer, Unentfachter. Ich bin ein Feuerhüter. Ich kümmere mich um die Flamme und um euch. Ich brenne vor Leidenschaft. Nein, nicht gut. Die Fürsten verließen ihre Throne und müssen zu ihrem Thron verbracht werden. Dazu stehe ich an eurer Seite. Oh, aufsteigen?
Ich drück mal sprechen. Aschner, als Unentfachter seid ihr ein Gefäß für Seelen. Oh. Herrenlose Seelen werden eure Stärke sein. Ich zeige es euch. Aschner, bringt mir Seelen ihres Gefäßes Entrissen. Okay, aufsteigen. Nun gut. Dann berührt die Finsternis in mir. Labt euch an den herrenlosen Seelen. Hoch. Oh. Ah, ich brauche Seelen, um alles zu machen. Oh. Ach, das ist Blutung. Ah, Gift, Kälte, Fluch. Ah, okay, Resistenzen. Verteidigung, physisch, Feuerschlag, Feuersief, Feuerstoß, okay. Oh. Na, die Werte sehen ja schon mal gut aus. TP. Toll. Belastung bleibt auch. Angriffskraft bleibt auch. Okay. Glück. Ja. Vitalität ist gut. Kondition auch. Zauberei, glaube ich, werde ich nicht wirklich benutzen. Kondition und Vitalität, bringt mir das was? Ich weiß nicht. Intelligenz, Glaube, ach. Ich weiß nicht halt, was ich brauche und was nicht. Ich würde vielleicht auf Vitalität und Kondition gehen, fürs Erste. Macht Geschicklichkeit. Wo steht das hier eigentlich? Was macht denn die Geschicklichkeit? Kondition. Vielleicht mache ich mal die Kondition erstmal auf 12. Dann sieht das eventuell schöner aus. Okay. Intelligenz. Brauche ich die? Ich weiß nicht, Glaube, bringt mir der Glaube hier was eigentlich? Ich meine, Glück, brauche ich Glück? Zauberei, kann ich wie Gandalf rumlaufen, Zauberei? Gut, Geschicklichkeit, ich mach mal. Alles klar, okay. Sollte ich noch was hoch machen? Ich glaube, Vitalität, Kondition, Geschicklichkeit. Ah, ich weiß nicht, das ist ganz schön teuer langsam. Okay. Ich mach's so. Ich breche das hier alles mal ab. Die Folge ist eh vorbei. Ich frag dann den Herrn Pumpernickel, glaube ich. Für die nächste Folge. Hat die mir irgendwas Weißes gerade vors Gesicht gehalten? Will sie mich erblenden oder was? Wohl, Aschner. Mögen die Flammen euch leiten. Solange die mich nicht hier verbrennen, wie hier das heilige Feuer in The Witcher, ist doch alles gut. Oh, wir könnten doch das einfach nehmen für diese Welt, oder? Ja, okay. Also. Moment. Wie geht's jetzt weiter? Na, okay, ja.
Ich mache mal einen Folgenstopp. Ich berate mich mal, wenn ich kann, mit dem Herrn Pumpernickel. Vielleicht treffen wir uns sogar bald im Koop und wenn nicht, dann wisst ihr halt nächste Folge Bescheid und vielleicht weiß ich dann auch, wohin ich eigentlich muss, weil weiter ging es irgendwie jetzt ja nicht. Dann auf jeden Fall, tschüss und möge das ewige Feuer euch leiten. Kann ich beten? Nein? Wechseln, das heißt wechseln. Nein. Wollte ich nicht, wechseln. Q? Nein? Ach, egal. Ciao mit V.